CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frauen! Der Internationale Weltfrauentag am 8. März fällt in dieses Mal in ein ganz besonderes Jahr. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Schon 100 Jahre oder erst 100 Jahre? Heute ist das Frauenwahlrecht für uns völlig selbstverständlich, so wie vieles andere eben auch. Eigentlich können Männer, können Mädchen und können Frauen in Deutschland alles werden, alles machen, jeden Beruf ergreifen, den sie wollen. Vieles ist so selbstverständlich, dass ich auch immer schon mal höre, Weltfrauentag in Deutschland, Kampf für Frauenrechte und Gleichberechtigung, wofür brauchen wir das eigentlich noch? In unserem Grundgesetz steht doch drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, es steht von Beginn an in unserem Grundgesetz. Und obwohl es seit 1949 drinsteht, noch 1977 mussten Frauen ihre Männer fragen um Erlaubnis, wenn sie arbeiten wollten. Das ist alles noch überhaupt nicht lange her. Und das erreichte also das, was wir heute an Gleichberechtigung haben, das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Nein, dafür haben viele starke Frauen jahrelang gekämpft. Unsere Mütter, Omas, unsere Uromas, sie haben sich dafür eingesetzt und sich auch oft unbeliebt gemacht. Und davon profitieren wir hier bis heute. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes ist aber keine Tatsache, sondern ein ständiger Auftrag an uns alle, die Augen aufzumachen, genau hinzusehen. Und wenn wir erkennen, dass irgendwo Frauen nicht gleichberechtigt sind, benachteiligt werden und diskriminiert werden, dann müssen wir eben auch handeln. Uns und mir geht es dabei aber ausdrücklich nicht um ideologische Gleichmacherei. Männer und Frauen müssen nicht alles gleich machen. Männer und Frauen müssen keine identischen Lebensbiografien haben. Und es müssen sich auch nicht alle Paare die Erwerbstätigkeit, die Hausarbeit und die Familienarbeit gleichberechtigt teilen. Wir, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich die Frauen heute, aber natürlich ganz genauso die Männer. Wir alle müssen gar nichts, aber wir dürfen, wenn wir es wollen. Gleichberechtigung bedeutet doch vielmehr die Freiheit und die Chancengleichheit im Leben zu haben. Also die Freiheit, die gleiche Chance, den eigenen Weg zu gehen, selber zu bestimmen, wie das eigene Leben aussehen soll. Und diese Freiheit muss endlich selbstverständlich werden. Vieles haben wir schon auf den Weg gebracht, gerade für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Chancengleichheit im Beruf und auch im Sexualstrafrecht. Der Weltfrauentag 2018 steht unter dem Motto und dem Hashtag Press for Progress. Also weitermachen, dranbleiben. Und auch das werden wir hier tun. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir werden weiteres auf den Weg bringen. Das ist schon genannt worden. Aber der Auftrag unseres Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der richtet sich nicht nur an uns hier als Politiker, sondern an alle Menschen. Denn alleine durch Gesetze und durch Diskriminierungsverbote erreichen wir doch keine Gleichberechtigung. Wir müssen es auch leben im Alltag, wir müssen es umsetzen. Also auf der einen Seite zulassen und auf der anderen Seite weiter einfordern. Und dabei ist mir eines ganz wichtig. Bleiben wir ehrlich und überziehen wir die Erwartungen an die Frauen nicht. Manchmal höre ich, Frauen sollen na klar arbeiten und beruflich erfolgreich sein. Sie sollen Kinder wollen und dann weiter beruflich erfolgreich sein. Mütter, die aber arbeiten, werden ganz schnell als Rabenmutter bezeichnet. Und Frauen und Mütter, die dann zu Hause bleiben bei den Kindern, sind ganz schnell ein Hausmütterchen und werden mit einer Handbewegung abgetan. Und dass Frauen natürlich immer gute Laune haben müssen, weil sonst sind sie ja zickig und eigentlich müssen wir alle Topmodels sein, das versteht sich schließlich von ganz alleine. Hier wünsche ich mir manchmal eine große Portion mehr Gelassenheit
Akzeptieren wir einfach mal das persönliche Lebensmodell einer jeden Frau. Und nur wenn wir in Deutschland diese Chancengleichheit wirklich leben, können wir auch Vorbild für andere Länder sein. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicole Bauer, FDP-Fraktion.